Hi, mein Name ist Jennifer Mark. Ich arbeite als Groß- und Außenhandelskauffrau bei MS Motorservice. Während meiner Ausbildung habe ich alle Bereiche durchlaufen. In das Tagesgeschäft wurde ich eigenverantwortlich mit einbezogen. Seit circa 2 Jahren arbeite ich jetzt schon im Vertrieb. Ich finde es immer noch total interessant, mit den verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten und auch die abwechslungsreiche Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Wir haben ein super Betriebsklima. In den Pausen versammeln sich die Mitarbeiter im Coffee Corner oder am sehr beliebten Tischkicker. Hallo, ich heiße Alexander Ziegler. Ich habe mein duales Studium in International Business bei der Motorservice gemacht. Ich bin nach meinem Studium direkt beim Unternehmen geblieben und ich arbeite heute im Einkauf. Meine Hauptaufgabe ist die Koordination der Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften weltweit. Hier geht es hauptsächlich um strategischen Einkauf, bessere Abstimmung und enge Zusammenarbeit. Durch meinen Job habe ich die Möglichkeit, viel zu reisen. Zum Beispiel arbeite ich mit den Gesellschaften in Brasilien oder China vor Ort oder besuche Lieferanten weltweit zur Verhandlung von Preisen oder Verträgen. Ich werde Ende des Jahres ein berufsbegleitendes Masterstudium abschließen und auch während der Zeit konnte ich mich auf die Unterstützung vom Motorservice verlassen. Hallo, mein Name ist Selek Chakin. Ich mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei Motorservice. Hier sind wir im Logistikzentrum. Zu meinen Aufgaben gehört es, die Ware anzunehmen und zu kontrollieren, sowie das Einlagern in unser Hochregallager. Sobald ein Auftrag bei uns eingeht, kommissioniere ich die Ware, verpacke und verlade. Ich find's cool hier. Ich habe nette Kollegen und ein super Umfeld. Hallo, mein Name ist Hansa Grölle. Ich bin Vorsitzender der Geschäftsleitung der Motorservice-Gruppe. Auch ich habe nach meinem Studium an der Hochschule Heilbronn als Sachbearbeiter angefangen und stehe heute stolz mit einer tollen Mannschaft im Rücken als Vorsitzender der Geschäftsleitung an der Spitze der Motorservice-Gruppe. Die Nähe zur Belegschaft ist der Motorservice-Geschäftsleitung ein großes Anliegen. Wir praktizieren dies durch unsere regelmäßigen Brezelrunden in den verschiedenen Teams, durch unser jährliches Familiengrillfest oder auch in unseren sehr ausführlichen Mitarbeiterinformationen und Belegschaftsversammlungen. Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern wird bei der Motorservice gelebt.